ich hoffe, euch geht's gut. Bin hier angekommen im Girona Airport. Viele Leute darauf angesprochen, dass ich in meinen Videos sprechen soll. Ich habe auch eine Umfrage auf Instagram gestartet, auf meiner Seite. Die Seite nicht abonniert habt, steht unten in der Beschreibung. 85% meinten, ja, ich spreche in deinen Videos. Und das werde ich auch machen. So, wir haben uns jetzt Bustickets geholt. Wir wollen vom Flughafen aus nach Lorette. Hin- und Rückfahrt kostet 16 Euro. Ein Taxi nur One-Way kostet 50 Euro. Sali, was geht? Nicht viel. So, läuft. Also für 50 Euro pro Person geht das auf jeden Fall klar für drei Nächte. Guck dir mal diese Aussicht an, die sind Meerblick. Boah, was eine Aussicht. Scheiße auf den Ausblick. Wir können uns hier so hinsetzen. Ist das nicht romantisch? Ja, Flamingos, check das ab. Die kommt extra nach Spanien, um Urlaub zu machen. Und dann geht der paar schlafen. Wir gehen jetzt Rad fahren. Ich hab Bobbycar gemietet. Ja, Bobbycar. Hier sind die Bullen bekannt in Spanien. Bei uns in Duisburg sind auch die Bullen bekannt. Also haben wir schon viele Gemeinsamkeiten auf jeden Fall mit den Spaniern. Ja, sozusagen Feste, wo die vom Bullen wegrennen. Sicherheit geht vor, lieber erstmal fotografieren, bevor man etwas mietet. Das Beste, was man machen kann, ein Quad mieten und einen Roller und dann einfach nur fahren. Irgendwelche Orte erkunden. Diesen Helm hier verlosen, ihr könnt alle mitmachen. Jeder, der ein Like hinterlässt und meine Seite abonniert, unsere Seite abonniert, der ist auf jeden Fall im Gewinnspiel mit dabei. Ihr müsst auch noch drei Freunde markieren, das natürlich nicht vergessen. Ich würde bei solchen Gewinnspielen wollte ich immer mitmachen, aber ich habe keine drei Freunde. Deswegen muss ich immer wieder Fake-Accounts von anderen Leuten erstellen und diese Leute dann markieren. Danach immer Fake-Kommentare machen, wie ihr das bestimmt selber wisst. Viele von euch haben ja keine Freunde, deswegen guckt ihr euch solche Videos an. Spanisches Essen ist auf jeden Fall zu empfehlen. Das hier heißt Patatas Bravas. Tapas ist das. Was heißt das nochmal? Sind auf jeden Fall Muscheln. Das kostet 5 Euro, das 6 Euro. Ist auf jeden Fall besser als Guayaki. Also ich weiß nicht, ob mir das vorkommt, dass das so lecker ist, aber es schmeckt sehr gut. Wir sitzen hier auf jeden Fall in einer Bar direkt am Strand. Die preisigste. Damit ihr so einen Eindruck habt, wie teuer Lorette ist. Beziehungsweise geht. Einmal Feedback für den Tag bitte. Warum? Der Tag beginnt jetzt erst, was wir Feedback. Ja, aber einfach ehrlich zu sein. Wir haben den ganzen Tag auf die Nacht gewartet. Genau. So, guten Morgen. Ich habe mir auf jeden Fall was zum Frühstück geholt. Die anderen vorher schlafen. Wir waren gestern im Saint-Trop. Ich zeige euch das mal. Das ist die Jost-Diskothek. Ja, 20 Euro für diese Karte. Man kriegt da sogar ein Freigetränk. Und kriegt dann an der Bar immer 50% auf alle Getränke. Die Preise waren auch nicht so teuer. Also wir haben immer täglich solche Angebote, irgendwie von mir aus 8 Shots, 10 Euro mit der Clubkarte. Habt ihr jeden Tag freien Eintritt, ich glaube eine Woche lang. Auf jeden Fall, wir haben Strand. An der Costa Brava, in Lorette Mar. Genau. Sandstrand haben wir hier nicht leider, ist Steinstrand hier. Wo besteht denn Sand? Aus Mikroorganismen. Ja. Ich dachte aus Stein oder nicht? Dann ist das also ein Sand. Hast du jemals mal unter Mikroskop gesehen, Sand? Nein. Schau jeden Tag an. Wenn ihr mal nicht wisst, was ihr essen wollt, beziehungsweise sollt, Burger King rettet. Oder Max natürlich. Der Einzige, der gestern in der Diskothek alle Lieder auswendig konnte, wisst ihr, wer es war?
Der hier. Immer wenn ich die Bullen in Spanien sehe, muss ich an Haus des Geldes denken. Ey, sollen wir ein Haus kaufen? 67.000 Euro. Ach, können wir immer rein. Hier die Preise. Eigentlich, ja, da, eigentlich da, da könnten wir uns eigentlich leisten. Ne? New Towel. Neues Tanto. Sind Sie Deutsche? Sag mal kurz deinen Arm. Dein Arm, Arm. Was ist das? Sticker, Alter. Wäschst du dich nicht, warum geht das nicht weg? Da wasche ich mich aber, weißt du, wie ich mich wasche? Shampoo auf deine Haare, so, danach shampoonierst du das ein, danach wäschst du das ab. Danach machst du nochmal Shampoo auf deine Haare. Und danach nimmst du so Kratzer abmäßig. Danach reibst du das überall so ein, Alter, ne? Kannst du überall benutzen. Ja, aber warum Shampoo? Das ist doch für die Haare gedacht. Ich hab doch überall Haare, siehst du doch. Jo, Leute, ich war gerade das Spiel zwischen Kolumbien gegen England gucken. Viele Leute haben mich angesprochen. Die haben gesagt, wie war Kolumbien, dies, das. Die dachten, glaube ich, ich komme aus Kolumbien. Da ist unser Hotel. Da ist der Murat. Murat, wie geht's? Recht befriedigend. Angenehmes Wetter auf jeden Fall. Angenehmer Ausblick. Welchen Ausblick meinst du? Da zum Beispiel nach vorne. Man kann die Bank sehen, die man sehen kann. Oh! Oh. Ja, das ist schon besser. Oh, was war das, ja? Warum schickst du? Ey, was ist das, ja? Nee, online, ich hab nicht getroffen. Nein, was? Sehen uns! Hey, mein Name! Habibi! Ade! Ich fand nicht aufgewärmt, ansonsten 900 ist locker drin. Wir haben auf jeden Fall einen Türken kennengelernt, der ist Promoter. Er meinte, alle Discos vor 12 Uhr haben einen freien Eintritt, aber man muss ein Getränk auf jeden Fall trinken, also Mindestverzehr ist ein Getränk. Vor 12 Uhr feiern gehen, seid ihr auf jeden Fall mies im Plus. Hey, warte mal. Ist das nicht der Saal? Wir waren gestern wieder in zwei Diskotheken. Die anderen sind wieder abschlafen wie immer. Murat, Saal. Der ist doch nicht am Schlafen. Hier waren wir gestern. Und heute sind wir hier. Heute kommt Bowser. Liegen kosten auf jeden Fall 7 Euro. Aber man kann natürlich auch zu einem Platz, wo keine Liegen sind, dann ist das natürlich umsonst. Was passiert ist, ich habe gerade einfach Schwein gegessen. Ich habe extra mit Napoli-Soße bestellt, aber der Bastard hat einfach Bolognese-Soße gebracht. Ich habe das erst nicht verstanden. Ich habe dann später nachgefragt, der meinte, das war Bolognese. Ja. Schwein gehabt. Ah, scheiße. Oh. Jetzt kommt auf jeden Fall Bowser. Der ist im Tropics. Das ist auf jeden Fall ein bekanntes Club hier. Und jo. Jo. Gleich geht's weiter. Für alle Leute,
Ja, auf jeden Fall in Barcelona landen. Hier gibt es auf jeden Fall täglich Büsse. 12,90 € hin und zurück, 24,90 €. Also jede Stunde kommt schon ein Bus. Wenn ihr euch mal eine hübsche Dame zum Essen ausführen wollt auf Lloret de Mar, kauft euch einen Fußball, zeigt ihr mal den Fußball. So ein Ball, scheißegal, Alter. Danach steht ihr einfach vor eurem Hotel und spielt die ganze Zeit Fußball barfuß. Euch werden so viele Weiber ansprechen. Ihr werdet so viele Weiber ansprechen. Und hast du dein neues Zuhause gefunden? Miete war zu hoch, ich kann da nicht einziehen. Guck mal, wie süß der Sali steht. Wie kann man so schlafen? Wir sind auf jeden Fall hier am Flughafen. Wir wollten so ein kurzes Statement über die Reise geben. So eine kurze Zusammenfassung auf jeden Fall. Lloret ist für Leute, die Party machen wollen, genau das Richtige. Großes Kontra ist auf jeden Fall der Strand. Der Strand war echt sehr, sehr scheiße. Und stimmt, das Wasser ist auch dreckig, also das Meer jetzt. Die Altersgruppe ist auf jeden Fall zwischen 16 und 23 ungefähr. Ich hoffe auf jeden Fall, wir konnten uns unterhalten. Hey, die ist in meiner Wohnung. Ich würde mich auf jeden Fall ruhig anschreiben bei irgendwelchen Fragen. Ich kann euch auf jeden Fall behilflich sein. Jo. Mich könnt ihr auch alle anschreiben, natürlich die weiblichen Personen für euch.